Ja, Mike, wieder mit recht herzlich willkommen auf dem großen Kanal, seinem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Baldi Nightmare. Start. Select Nightmare, Baldi, Playtime coming soon, Baldi coming soon, Principal coming soon back. Creditos, man el Matirano vos Antonella Chiesa. Also wir können den Baldi spielen. Dann spielen wir einmal einen Baldi. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Está todo oscuro. No veo nada. Espera, aquí hay una linterna. ¿Qué ha sido ese ruido? Gut. Und nun? Oh. Jetzt geht weiter. Ah. Wir spielen es also in der Third Person. Warte mal kurz. Meine Maus. What? What the hell? You died. What? Es dauert. Baldi. What the hell? Kann man das irgendwie überspringen? ¿Qué demonios? Nein, kann man nicht. Está todo oscuro. Maldito. No veo nada. Espera. Aquí hay una linterna. Obrigado por el game. ¿Qué ha sido ese ruido? Ich bin ja gar nicht so schlecht hier. Third Person ist absolut nicht meine Welt. Ich bin ja eher der First Person Spieler. Aber ist schon cool gemacht. Gefällt mir. Looks nice. Wenn ich wüsste, was wir hier tun sollen. Ich würde wahrscheinlich überleben, ne? Wir rennen hier einfach mal rum. Und so Spiele, wo es mit Labyrinthen sind, wo ein Labyrinth mitmacht, da bin ich ja ganz schlecht drin. Da bin ich gut schlecht. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man tun soll, ne? Ah! Ay, qué bueno que todo era un sueño. Era imposible que esos monstruos fueran reales. Ay, creo que no tendré que tener más pesadillas. Mejor me iré a dormir otra vez para poder descansar. War's das schon? Was dies? Was? Ich laufe noch mal ein bisschen rum. Nice. Ich hab sogar einen Ausgang gefunden, Leute. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Está todo oscuro. No veo nada. Es ist ein interessantes Spiel, so. Mal was anderes. Ich werde auf jeden Fall mal dranbleiben. Würde mich gern weiterspielen. Ja, probieren wir mal. Laufen noch mal ein bisschen rum. Ob wir noch mal vielleicht das Glück haben, diesen ominösen Feuerring zu finden. Kann ja sein, ne? Wir laufen ja mal. Wir schauen mal.
In der Hoffnung, dass wir es vielleicht nochmal finden. Oh, da war er, da war er. Habt ihr ihn krabbeln sehen? Seine grünen Ärmchen. Raus aus dem Albtraum hier. Baldi mal anders. Jetzt hat er mich erwischt. Die Sau! Maldito! Nix obligado. Ich probier's nochmal. Einmal können wir noch machen, oder? Wenn wir schon dabei sind. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Es müsste ja. Müsste ja portugiesisch sein, oder? Espera. Portugies? Tiene una linterna. O Spain. ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, ich glaube eher portugiesisch. Portugies? Obrigado. I don't know. Run, baby. Find a way out from this hell. Hell awaits. Oh, da ist er schon wieder. Jesus. He comes. No. Das war jetzt aber schon Glück vorhin, oder? Muss ich ja schon sagen, dass ich es gefunden habe, den Ausgang. Hätte ich ja nicht gedacht. Oh no, he's coming. Ich glaube. Oh no. You die. Ja, Freunde, aber jetzt lasse ich es dabei. Wir haben es ja einmal geschafft und ich bleibe auf jeden Fall mal dran an dem Spiel. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall Baldi Nightmare. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei meinem Rosti-Kanal. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da, ein Like, da freut sich der Rosti drüber. Ansonsten genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach aufs Köpfchen drücken. Press the Head-Button for subscribe the channel. In diesem Sinne, sagt schön mit dir und Finger die Garotz. Oh ja, Olus, die Garotz. Nach Senkung, goodbye. Good night. Obrigado.